Linke zum Kopf. Und Gerber hält und zieht und drückt und schlägt und trifft. Wieder linke rechts, links-rechts Kombination. Rechte von Stiegel zum Kopf von Korengeber. Korengeber macht sich klein. Korengeber zweimal zum Körper, nochmal zum Körper. Linke fliegt drüber, dann schlägt er auf den Hinterkopf. Zum zweiten Mal nachgeschlagen, sagt Küchler, Punktabzug für Korengeber. Time in, Box. Stop. Das ist eine andere Sportart jetzt, Axel. Ja, jetzt kommt natürlich die Verzweiflung durch, muss man sagen, ja. Ist verzweifelt und aber ich hoffe nicht, dass Robert jetzt am Fuß sich verletzt hat. Cut über dem Auge von Robert Steglitz. Oh. Gebor muss in die neutrale Ecke. Ringarzt Professor Dr. Walter Wagner ist bei Robert Steglitz. Hier haben wir die Szene nochmal. Da trifft er mit dem Kopf auf wieder, ne? Ja. So, und wer möchte jetzt beurteilen, ob das Absicht oder unbeabsichtigt war im Eifer des Gefechts? Es sieht wohl so aus, als könne Steglitz nicht weitermachen. Gebor ist sauer. Der Manager von Korengeber ist jetzt mit im Ring. Auch Ulf Steinfort. Das Urteil von Manfred Küchler. Disqualifikation. Wegen absichtlichen Fouls. Das ist das offizielle Urteil.